In diesem Jahr ist alles anders. Und auch unser Live-Weihnachtsspiel in der Kirche muss leider ausfallen. Und doch möchten wir von der Familienarbeit eure Geschichte mitgeben. Denn der Advent und Weihnachten, das sind für mich so die Zeiten der Geschichte. Als ich vor ein paar Jahren im Zürcher Hauptbahnhof einmal warten musste, bis mein Zug eingefahren ist, da ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen und die haben wir jetzt in ein Hörspiel verwandelt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zu dem Hörspiel beigetragen haben. Kommt mit! Wer von euch kennt den grossen blauen Engel, der im Bahnhof Zürich an der Decke hängt? Es ist kurz vor Weihnachten und wie jedes Jahr darf einer der jüngeren Engel runter auf die Erde, um zu schauen, wie es dort zu und her geht. Der kleine Engel hat also seine Flügel sorgfältig verstaut, sein lange, weisse Gewand mit Jeans und einer warmen Jacke vertauscht und seine blonden Locken unter eine rote Wollkappe gestopft. Und dann ist er runter auf die Erde, besser gesagt, im grossen Bahnhof auf Zürich. Wie hat er gestaunet, was da für ein Betrieb war? Und der schöne Weihnachtsmarkt und der riesige Christbaum. Und wie fein das überall geschmeckt hat. Nach Glühwein und Zimt und Bratwürst. Aber er hat ja nicht nur schauen, sondern auch Leute kennenlernen. Und das geht am besten bei einem Kaffee, oder? Unser Engel hat also scheuch einen Geschäftsmann gefragt. Möchten Sie mit mir einen Kaffee trinken? Wo denkst du auch hin? Ich habe Wichtiges zu tun. In 10 Minuten fängt meine Sitzung an. Ich müsste schon längst im Büro sein. Der Engel probiert es bei einer Frau mit einer grossen Einkaufstasche. Möchten Sie mit mir einen Kaffee trinken? Sicher nicht. Schau, ich muss heute noch alle Weihnachtsgeschenke für meine 3 Kinder und meine 10 Enkelkinder für meinen Mann und seine Mutter und meine 7 Gottenkinder kaufen. Ich bin total im Stress. Ich habe sicher keine Zeit zum Käffeln. Und so ist es unserem Engel ein paar Mal gegangen und er ist ganz traurig geworden. Da hört er auf einmal von oben eine Stimme, wo nur er als Engel hätte hören können. Es ist die Stimme vom grossen blauen Bahnhofsengel gsi. Musst nicht traurig sein. Von Weihnachten ist das hier immer so. Alle rennen nur noch umeinander. Sie nehmen sich keine Zeit, mal stillzustehen und hinzuschauen, um was es in der Welt und besonders jetzt an Weihnachten wirklich geht. Dabei würden sie eigentlich gern. Ein bisschen weniger rennen, ein bisschen langsamer, ein bisschen inwendiger sein. Aber sie schaffen es irgendwie nicht. Ist denn da überall so? Nein, gehen wir mal einen Stock weiter runter. Dort hat es einen Andachtsraum. Vielleicht findest du dort jemanden, der mit dir einen Kaffee trinken möchte. Danke vielmals. Und geschwind war unser Engel auf der Rolltreppe abwärts. Er hat den Andachtsraum gefunden und ist schliesslich reingegangen. Da hat er sich gerade wohl gefühlt. Es war still und eine Kerze hat brennt. 4 Menschen sind auf den Stühlen gesessen. Eine ältere Dame mit einem Koffer, eine junge Frau mit dunkler Haut in einem schönen, farbigen Gewand, ein Obdachloser, der etwas komisch geschmeckt hat, und ein Bub still in einer Ecke. Möchte jemand von euch mit mir einen Kaffee trinken? Die 4 Leute haben ihn angeschaut, studiert und dann haben sie lächelnd genickt. Mit der Rolltreppe sind sie wieder rauf in die geschäftige Bahnhofshalle und haben dann im Bahnhofbuffet bald einen freien Tisch gefunden. Sie haben einander angefangen zu erzählen. Ich habe die Schule geschwänzt. Mit so eine schwierige Prüfung und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Fang das nicht an. Gang fleissig in die Schule und lern so viel du kannst. Sonst endest du einmal wie ich, als Benner auf der Strasse.
Und das ist nicht angenehm. Niemand das warmes Plätzchen. Ich wollte über Weihnachten zu meiner Tochter auf Frankreich. Aber sie hat mir jetzt gerade geschrieben, dass sie frisch verliebt ist und darum keine Zeit für mich hat. Jetzt muss ich die ganze Weihnachten allein daheim hocken. Das wären traurige Weihnachten. Und dabei ist ihr eine grosse Träne über die Backen abgerugelt. Da hat die junge Inderin im farbigen Gewand ihre Hand auf den Arm gelegt und gesagt: Wie kann sie nur? Ihre Tochter. Meine Familie ist in Indien und ich würde sie so gern besuchen. Aber ich habe kein Geld für einen Flug. Ich bin noch nicht lange in der Schweiz und ich finde es so kalt hier, auch die Menschen. Ich vermisse die Wärme von meinem Heimatland und meine Familie so fest. So sind sie doch eine Zeit zusammengesessen, bei Kaffee und Tee und Kuchen. Da zücht zumal die alte Dame ein Buch aus ihrer Tasche. Es ist doch fast Weihnacht. Und in meinem Buch steht die Weihnachtsgeschichte drin. Darf ich sie euch erzählen? Alle haben genickt. Und auch an dem umliegenden Tisch sind die Gäste zumal ganz still geworden und haben ihre Ohren gespitzt. Sie hat erzählt, wie der Engel zu der jungen Maria auf Nazareth gekommen ist und dass Gott sie ausgesucht hat, seinen Sohn auf die Welt zu bringen. Sie hat auch vom Besuch von der Maria bei der Elisabeth erzählt und dass der Kaiser Augustus eine Volkszählung wollte. Und jetzt hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Es begab sich aber, während sie da selbst waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kindlein finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und es begab sich, als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kindlein in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das ihnen von diesem Kinde gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und überlegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Und so ist es im Bahnhof Buffet z'mal wie Nacht geworden. In den Gesichtern der Leute war ein stilles Leuchten. Und es ist noch weitergegangen. Die alte Dame hat den obdachlosen Mann und die junge Inderin eingeladen, mit ihrer Heim zu kommen.
und das erste Mal ein feines Essen zu geniessen und Weihnachten zu feiern. Der Bub hat es heim zu seiner Familie geschickt. Es hat ja schon angefangen, dunkel zu werden. Aber auch er hat der alten Dame versprochen, sie bald einmal zu besuchen. Unseren kleinen Engel aber hat sich leislich verabschiedet und ist nochmal einen Moment unter der grossen Bahnhofsengel gestanden. Sie haben einander zuzwinkert. Aber niemand hat es gemerkt, weil ja alle so geschwind unterwegs gsi sind. Und aus dem Bahnhofbuffet hat man Weihnachtsmusik gehört. Euch allen von Herzen gesegnete, lichtvolle, frohe Weihnachten mit der Botschaft. Aus dem Stall von Bethlehem leuchtet uns Gottes Licht mitten ins Herz. Thank you.